Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorg am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Mutter Myrine und werden hier jetzt mal einen Bericht erstatten. Ich glaube, Phobos kommt hier nicht mehr hoch, oder? Kann das sein? Hier vielleicht? Ja, doch hier geht es. Auf jeden Fall nice, dass ihr wieder am Start seid, Freunde. Vielen, vielen Dank dafür natürlich, auch an die aktiven Supporter da draußen. Und Freunde, natürlich der Hinweis auf die Videobeschreibung, Twitter, Instagram, Twitch, abchecken, Freunde, abchecken. Mein Kind, du warst so lange fort. Rasidas ist tot. Nein. Demos erschlug ihn in der Schlacht. Und was ist mit meinem Sohn? Kleon schoss ihm einen Pfeil in den Rücken. Er fiel. Ich glaube nicht, dass er noch lebt. Malakas, Kleon! Ich töte ihn mit bloßen Händen! Zu spät, Martha. Die Schlange schwimmt bereits im Styx. Meine Familie. Jetzt habe ich nur noch dich. Martha, es gibt noch etwas, das ich tun muss. Ich muss noch mal zu diesem Berg, wo alles begann. Mein ganzes Leben kämpfte ich und rannte davon. Vor der Vergangenheit oder um zu vergessen. So kann es nicht weitergehen. Mein Herz wurde auf diesem Berg gebrochen. Ich muss diese Nacht hinter mir lassen. Ein für allemal. Ich komme mit dir. Und da renne ich schon los. Gut. Gut, gut, gut. Ja, die Mutter ist so schnell unterwegs, Alter. Kein Wort mehr verlieren, weißt du. Sofort losrennen. Tja, Rasidas, aber Alexios lebt natürlich noch. Das ist klar. Und er lebt noch, 100%. 100% lebt er noch. Hier hat sich alles verändert. Was steht denn da? Es ist, als wäre ich nie fort gewesen. Das ist er doch! Das ist doch! Alter, was geht denn jetzt ab, Alter? Jetzt geht es los hier. Alexios! Am Rande der Welt ruft eine Mutter nach ihrem Kind. Rührend. Alexios, bitte. Du benutzt diesen Namen, als würde er mir irgendwas bedeuten. Es ist der Name, den dein Vater und ich dir gaben. War das bevor oder nachdem ihr mich zum Sterben auf diesen Berg brachtet? Es war der Kult. Ich wollte dich retten. Ich tat, was ich konnte. Die Priester sagten, du seist tot. Mir sagten sie, du hättest mich verstoßen. Alexios, komm zu mir. Wir sind deine Familie. Gehen wir heim. Familie? Heim. Mein Schwert ist meine Familie. Das Schlachtfeld mein Zuhause. Ich versprach, ihn zurückzubringen, Martha. Doch der Kult hat seinen Verstand vergiftet. Du hast versprochen, mich zu Martha zurückzubringen. Du hast mich nicht hergebracht. Warum sagst du unserer Martha nicht die Wahrheit? Und was ist die Wahrheit? Dass ich auserwählt wurde. Dass ich eine Bestimmung habe. Ich bringe Ordnung in dieser Welt. Und du bist nur eine Söldnerin mit einem zerbrochenen Speer. Du hast keine Bestimmung. Du bist doch nur ein Werkzeug des Kults des Kosmos. Gut, dass du das sagst. Seit wir uns das erste Mal getroffen haben, versuche ich herauszufinden, was du für mich bist. Du bist Unkraut. Du drohst alles zu ersticken und zu zerstören, was ich gepflanzt habe! Und Unkraut packt man am besten
der Wurzel. Alexios. Als ich ein Kind war, fand ich ein Löwenjunges, das in einer Schlinge gefangen war. Ein Freund wollte es befreien, und dann hörte ich das tödliche Gebrüll seiner Mutter. Ich sah zu, wie die Löwin meinen Freund zerfleischte. Sogar bei den wilden Bestien schützt die Familie ihre Jungen! Ich liebte dich! Und tu es immer noch. Der, den du liebtest, ist tot. Und meine Bestimmung ist klar. Du kommst mir nicht in die Quere. Alexios, hör mich an. Du bist mein Bruder. Damals wollte ich dich schützen, doch ich versagte. Ich versage nicht nochmal. Gehörte unserem Großvater. Du bist daheim. Ich hab Schlimmes getan. Wie wir alle, Alexios. Ich weiß. Cassandra! Tja. Tja, Freunde. Tja, das... War das jetzt... Ja, warte mal. Alter, Freunde, ja, komm, gehen wir erstmal zu dem Essen hier und dann werde ich sagen, was ich davon halte gerade. Es, ja, krass, das kann ich schon mal sagen.
Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Der Beste zu sein erfordert mehr als reine Stärke. Eine Ausrede für Schwache. Ich zeig dir, wer schwach ist. Nun, wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Ich hole mir Wein. Nun, das war nicht so schlimm, oder? Unglaublich, dass ich wieder eine Familie habe. Die Wege der Götter sind unergründlich. Niemand weiß um ihre Pläne. Ich glaube, die Götter haben damit nichts zu tun, Barnabas. Ein Krug ist nur so stark wie sein Töpfer, Cassandra. Krüge sind leicht zu zerbrechen. Denk immer daran. Wer auch in dein Leben tritt, ich bin bei dir. Und die anderen erwarten uns auf dem Schiff. Bin gleich hinter dir. Zum Glück bist du hier, Cassandra. Ich bin immer noch erschöpft vom Gefängnisüberfall. Okay. Haben wir jetzt doch noch eine Mission bekommen, oder was? Nee, haben wir nicht. Oh, trifft sich mit Sokrates auf dem Friedhof von Athen. Gut, Freunde, wir sind durch. Wir sind durch. Stiefel eines Halbgottes. Ja, packen wir uns mal die ganze Rüstung an den Leib. An den Body. So einen Helm hat sie nicht, oder was? Okay. Gut, Freunde. Warte mal eben. Warte mal, das Schwert von Damokles. Kriegerschwert. Alter. Ja, Freunde, wir sind durch. Wir sind durch mit dem Spiel, mit der Hauptstory zumindest. Also mit der eigentlichen Odyssey-Hauptstory. Mit der Pythagoras-Odyssey sind wir ja noch nicht durch. Hier. Genauso wie mit der Jagd auf den Kult, da sind wir auch noch nicht durch. Tja, also, boah, ja. Aber irgendwie ist es trotzdem ein Ende. Stand ja auch da. Das Ende unserer eigentlichen Reise ist zu Ende. Unser eigentlichen Odyssey, die wir begonnen haben, ist zu Ende, ja. Ist zu Ende. Krass. Also gut, dieses Abendessen, das hat jetzt alles nochmal sehr ins Lächerliche gezogen. Aber vorher, so auf dem Berg, so, das war schon... Das war schon recht emotional, fand ich eigentlich. Also für, ich muss es leider sagen, für Ubisoft-Verhältnisse war das schon recht emotional. Fand ich schön auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Enden es gibt, aber ich glaube 2-3 Stück gibt es. Also eins gibt es natürlich noch auf jeden Fall, wo wir kämpfen, ist klar. Es wird sicherlich auch eins geben, wo wir sterben oder wo unsere Mutter stirbt oder er stirbt oder so. Das sind ja auch alles verschiedene Enden. Aber so hat mir das schon ganz gut gefallen. Wie gesagt,
Warum die jetzt plötzlich alle beim Abendessen sind und dann die kämpfen als erwachsene Männer plötzlich. Wie gesagt, das zieht alles sehr ins Lächerliche plötzlich. Aber man kann es natürlich auch mit Humor nehmen. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das, fand ich die Story echt gut, Alter. Ich fand sie gut. Sie ist absolut auf keinem Spitzenniveau, ja. Weil dafür... Also das Spiel ist unfassbar riesen, also unfassbar umfangreich. Aber wenn man die Story aufs Wesentliche runterbricht, kann die mit dieser langen Spielzeit irgendwie nicht mithalten. Vielleicht versteht man, was ich meine. Weil jetzt auch das hier mit Alexius, gerade sind wir uns noch auf dem Schlachtfeld begegnet. Er hat unseren Freund getötet, er wurde abgeschossen. Wir gehen zur Mutter, er steht da, wir sagen, ja, du gehörst zu uns, hier, nimm den Speer, er ist sofort auf unserer Seite. So können man es auch sehen, Freunde, ja. Muss man mal ehrlich sein, so wie es ist. Aber es ist auf jeden Fall schon ein besserer Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zum letzten Assassin's Creed oder auch zu einem, keine Ahnung, Watch Dogs 2 oder sowas. Watch Dogs 2 zum Beispiel war die Story grausig, grausig. Weil da gibt es ja auch einen Verlust im Laufe der Story, da hat es die Leute gar nicht interessiert und das ist halt so das beste Beispiel für Ubisoft-Stories. Die können sie halt nicht so krass schreiben, ich weiß nicht genau, aber es ist schon besser auf jeden Fall. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat es bis hierhin Spaß gemacht. Ja, vor allem auch der Kult wurde cool aufgebaut, aber man muss natürlich auch sagen, wie immer, an jeder Ecke ist Verbesserungspotenzial. An der Story mit dem Bruder, man hätte es noch ein bisschen mehr ausbauen können. Man hätte noch ein bisschen mehr erfahren können, wie er so gelitten hat, dass man vielleicht ihn noch mehr versteht, wieso er sich so belabern lassen hat, warum er so verbissen ist. Dann plötzlich ist er doch wieder Best Son und so weiter. Wir essen zusammen gemütlich in Ruhe mit unserem Stiefvater und Stiefbruder und so. Das ist halt alles so, wisst ihr, also vielleicht kann man das nachvollziehen. Vielleicht kann man das nachvollziehen, was ich meine. Aber vielleicht ist es auch der, vielleicht ist es auch einfach der Weg, den Assassin's Creed gehen will, so von der Story her. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Am Ende bleibt auf jeden Fall viele Spielstunden Spaß. Und wir sind ja noch nicht durch, Freunde, wir sind ja noch nicht durch. Wir müssen natürlich noch das mit Pythagoras machen, ist klar. Auch die Kultistenjagd steht noch an, das ist auch klar. Aber wenn man jetzt nur diesen Hauptstrang nimmt von ihrer eigenen Odyssee, ja, hat auf jeden Fall definitiv Spaß gemacht. Ich war sehr gespannt, wie es weitergeht. Hier und da gab es echt coole WTF-Momente. Aber wie immer bei Assassin's Creed gibt es Verbesserungspotenzial. Ich fand es auch ein bisschen allgemein für das Spiel, das gilt für das komplette Spiel. Finde ich es persönlich, gerade bei den Hauptstories sind viele Story-Missionen dabei, die für mich persönlich sehr belanglos wirken, die eher so gefühlt in Richtung Spielzeitstreckung gehen. Ja. Da wäre weniger mehr, also was wir bisher gezockt haben, alles an Sachen Hauptstory, hätte man bestimmt, also meiner Meinung nach, locker 5 Stunden wegnehmen können. Wenn nicht 10 sogar. Und es einfach straffen, dafür aber besser erzählen. Aber wenn man die Zeit investiert, das einfach noch mehr mit Fleisch ausstücken, mit Fleisch bestücken. Kann ihr euch das nicht, ich weiß nicht genau, ob das gut rüberkommt, was ich meine. Dass die Story mehr Fleisch hat, weil wenn man sich jetzt mal, um das jetzt noch abschließend zu sagen, dann ist der Part auch zu Ende und beim nächsten Mal machen wir weiter. Wenn man nämlich die eigentliche Story, die wir bisher erlebt haben, auf ein Blatt schreiben müsste, die wichtigsten Sachen, dann hast du das vielleicht in, ich will nicht übertreiben, aber in wenigen Sätzen hast du die runtergeschrieben. Aufs Wesentliche runtergebrochen, die Story, ist nicht so umfangreich für bisher 60 Stunden Spielzeit. Wisst ihr, was ich meine? Kann man das nachvollziehen? Ich glaube, man kann es nachvollziehen. Aber wie immer, ja, ich habe meinen Spaß. Auch mit den letzten Assassin's Creed gehabt. Aber ich als Fan der Reihe, der ersten Stunde, vor der ersten Stunde, bevor Assassin's Creed 1 kam, war ich ein Fan von dieser Reihe, sehe einfach so viel mehr Potenzial in dieser Serie, das endlich genutzt werden muss. Ja,
in jeder Hinsicht ist mehr Potenzial drin, obwohl es schon ein richtig gutes Spiel ist. Aber es könnte noch richtig krass werden, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das ist das Ding. Ja, so, sieht so aus. So, das war's. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, Freunde. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr dann Bock noch habt. Habt ihr noch Bock überhaupt? Ich weiß nicht. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt, dass wir noch weitermachen. So, sieht's aus. Wir hören uns. Santa Claus ist bald im Haus. Haut rein. Tschüss.